So ist die Frage, geht der Schneider wie zufällig an einen Arbeitsplatz oder? Kann man diese Truhen überhaupt knacken? Nein. Also ja, ich frage mich ehrlich, hat der Schneider hier einen Stand? Oder geht er einfach Richtung Hafen und ist dann weg? Er sieht aus, als ob er in Richtung Hafen geht und dann weg ist. Okay. Ah ja, seine Quest ist geschlossen. Der Handsprecher ist wieder da, wo er hingehört. Nun kann der Schneider endlich wieder seiner Arbeit nachgehen. Ich habe den Rücksbringer seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht. Der Schneider war sehr erfreut. Okay, es stehen hier einige herum, denen wir das Losungswort sagen können. Ihr wünscht? Des Nachts kröt es die Nebelzimmer. Nebelzimmer? Ich glaube eh, ihr seid benebelt. Oh, eine Verletzung, bitte bezahlt. Wie kann ich euch helfen? Ja, des Nachts kröt es die Nebelzinn. Nebelzinn? Ich hasse Rätsel. Verschwindet. Oh, Entschuldigung, ich bin ja schon auf dem Weg. Was kann ich für euch tun? Des Nachts kröt es die Nebelzinn. Die Nachtigallen trällern im Mondlicht? Verzeiht, ich glaube, ich habe euch verwechselt. Dann bleibt noch er hier. Was gibt es denn? Nachts kröt es die Nebelzinn. Aus welchem Tollhaus seid ihr denn hergesprungen? Nebelzinn, sein Unfug. Haha. Habt Dank für eure Hilfsbereitschaft. Praios möge euch erhellen. Nein, dem können wir nichts. Der ist nämlich nur Standard. Dann bleibt eigentlich nur noch die Archivarin. Ja? Was gibt es? Des Nachts kröt es die Nebelzinn. Das Ogerkreuz. Ihr seid also die geheimnisvolle Persönlichkeit. Also nur. Also gut, nun zur Sache. Wer seid ihr und warum wollt ihr mir helfen? Ich bin Archivarin Luisane. Als erstes solltet ihr wissen, es ist sehr wichtig, dass ihr niemandem von unserem Treffen erzählt. Meine Befürchtung ist, dass es einen Komplizen in der Stadtgarde gibt. Offenbar sorgt er dafür, dass die Suche nach dem Mörder ergebnislos bleibt. Eine düstere Vorahnung sagt mir das auch. Dass ich auch so schon um mein Leben bangen muss. Wie meint ihr das? Es wurde doch von Graf Grovin eine offizielle Belohnung auf die Erfassung des Mörders ausgesetzt. Wie kann es da gefährlich für euch sein, die Morde zu untersuchen? Habt ihr denn noch gar nicht bemerkt, dass ihr die einzige Person in ganz Ferdok seid, die wahrhaftig nach der Auflösung dieser Messetaten strebt? Die Mörder laufen immer noch frei im Ferdok herum. Jeder, der nach ihnen sucht, könnte ihr nächstes Opfer werden. Deswegen muss ich vorsichtig handeln. Ich bin kein Mitglied der Stadtgarde oder des Adels und genieße dadurch keinen speziellen Status, der selbst ein entschlossene Mörder vielleicht zum Zögern brächte. Adolf von Eder stammt, hat seinen Status auch nicht beschützt. Aber gut, wenn ihr es so wollt, ich verspreche, dass ich niemandem von unserem Treffen erzählen werde. Hab Dank, ich vertraue euch. Nun zu den Morden. Was konntet ihr bisher in Erfahrung bringen? Ich konnte bisher einige Hinweise im Mordfall des alten Elko ausfindig machen. Schaut euch diese Brosche an. Sie gehört dem Alten. Sie muss ihm viel bedeutet haben, da er sie gut versteckt hatte. Zeigt mal. Durchaus nicht uninteressant. Dazu muss ich mir etwas notieren. Ihr wisst doch etwas. Teilt euer Wissen mit mir, bitte. Wir müssen Geduld haben. Ich muss erst zurück in mein Archiv. Nur dort kann ich zuverlässige Informationen über dieses Schmuckstück finden. Ihr solltet die anderen Morde weiter untersuchen. Wenn ich etwas herausgefunden habe, werde ich über Rübinger mit euch Kontakt aufnehmen. Passt gut auf euch auf. Weitergebracht hat uns das ja nicht gerade. Eine merkwürdige Person, diese Archivarin. Ich frage mich, was sie uns verheimlicht. Ich hasse diese Geheimniskrämerei. Ja. Gut. Ich bin also doch nicht der Einzige, dem die Aufklärung der Morde am Herzen liegt. Die Archivarin Luisane scheint mir helfen zu wollen, doch irgendwie kommt es mir so vor, als ob sie mehr weiß, als sie preisgibt. Aber ich denke, ich kann ihr erst einmal vertrauen. Mich beunruhigt jedoch, dass man anscheinend um sein Leben fürchten muss, wenn man sich näher mit dem Vorfall beschäftigt. Ich muss vorsichtig sein. Ja, und da fällt mir ein... Hier geht's zum Hafen, ich will aber...
runter nochmal zum Markt. Wobei, mal gucken, ob Gladys genug Steigerungspunkte noch hat. Weil ich glaube, ein Zauber lernen, das kostet ein bisschen mehr als eine Waffe lernen. Wobei man Zauber ja dann auch noch steigern muss. Und ja, ich will hier beim Krämer mein ganzes Zeug mal weg wieder loswerden. Was ich so mit mir rumschleppe. Also bei Krämer Rappelbusch. Willkommen beim Krämer. Ja, zeig mal, was ihr habt. Wurfmesser können weg. Wolfspfoten, Nüsse. Die Schwänze, die Wolfsfälle, das Räuberemblem, Schlingenfalle, Maulwurfsfalle. Rostige Nägel und helles Pferdocker. Gut. Das war alles. Die Sachen für den Bogenbau, die schiebe ich mal vor Grimm rüber. Ich versuche mein Bestes. Gut. Ja, Magistra Elsimin. Du solltest jetzt zaubern können, oder? Nandus zum Große. Ihr wünscht, die Mysterien der Magie zu ergründen? Das könnt ihr mich lehren. Und zwar Gladys. Attributo Fingerfertigkeit wäre nicht schlecht, das zu haben. Ich suche allerdings etwas anderes. Genau, da ist er ja. Einmal Fulminictus Donnerkeil, bitte. Ja, und Balsam Salabunde müssten wir bei ihr auch noch lernen. Na klar. Aber sie hat jetzt wenigstens schon mal den Fulminictus. Ja, den könnten wir sogar gleich steigern. Ja, Zauberfähigkeitspunkte. Fünf bis zwölf, also das ist immer unterschiedlich, was das Astralenergie kostet. Ich frage mich gerade nur noch, wie die Zauberfähigkeitspunkte errechnet werden. Die stehen ja nämlich nicht hier. Karte an aus. Ich weiß nicht, es gab, glaube ich, irgendwo eine Enzyklopädie oder so. Egal. Wir haben jetzt einen Fulminictus auf jeden Fall. Auch wenn er noch recht schwach ist. Ist aber so einer der Standard-Schadenszauber. Ah, Fuhrmannsheim, da wollen wir jetzt nicht nochmal hin.
Jetzt, da wir alle zusammen haben, wollen wir uns erstmal Ardos Tatort angucken. Auf meinem Weg nach Avestroy habe ich gehört, dass es hier eine berüchtigte Hafenschenke geben soll. Ja, Tatort Arthur, Tatort Drache. Städter, Städterin. Oh. Langsam reicht es. Wer sperrt hier eigentlich noch alles ab? Pah, Idioten. Wichtig Tour. Diese Hanswürste, wenn ich wollte, würde ich da einfach durchgehen. Und keiner könnte mich aufhalten. Durchtorkeln, Vorgang. Einfach durchtorkeln. Okay, da hinten wird irgendwo gekämpft, so wie es aussieht. Oh, hier ist auch eine zwielichtige Person. Ja, Städter. Okay, hier geht's nach Fuhrmannsheim. Da wollen wir nicht hin. Fex zum Gruß. Etwas Besonderes? Ja, zeig mal. Du hast auch nur Standardsachen. Eine Brechstange. Du brauchst gar nicht versuchen, Schlösser zu knacken. Das sollte immer noch Klettis machen. Also ja, Verbände sind so nicht das Problem. Ja, hier sind viele Städte auch unterwegs. Ein verschlossenes Gittertor. Mysteriöser Wind. Oh, ein Schleifstein. Ja, das Gittertor ist verschlossen. Und hier geht's nur raus ins Fürstentum Kosch. Okay. Also ja, hier hinten ist nichts mehr, außer Hühnern. So, da hier versperrt ist, können wir nur hier durch. Schankmat, Städter, Fässer. Meine Maus will gerade nicht. So. Einbeersaft. Ja, den Einbeersaft, den sollten wir mal aufteilen. Mal Vorgrim. Welchen abgeben? Ich mach das schon. Ich versuche mein Bestes. So, hier sind wir am Hafen. Ein Bootshändler. Salam aleikum. Ich glaub's nicht. Der wird auch noch frech. Wir wollen dich hier nicht, du räudiger Wüstenhund. Versieh dich, Fremder. Na, der ist sehr freundlich.
Also zuerst war sie freundlich zu ihm und dann er zu ihnen. Tretet näher, tretet näher. Ihr seht aus wie jemand, den es nach Abenteuern dürstet. Jemand, der die Welt erkunden will. All diese Träume von der großen, weiten Welt könnt ihr heute noch bei euch wahr werden. Kauft euch eines meiner wunderbaren Schiffe und der Weg ins Abenteuer steht euch offen. Ein Schiff, hört sich gar nicht schlecht an. Wie lautet das Angebot?